Man lernt nie aus. Ich zum Beispiel habe im ganzen Leben noch nichts von Psychobillies gehört. Die treffen sich dieses Wochenende bei einem Festival in Speyer. Und was sind das für Leute? Ich habe gelernt, sie haben was übrig für Rock'n'Roll, aber irgendwie anders, ganz anders. Sie reisen von überall her nach Speyer. Ticketbestellungen gingen bis nach Neuseeland. Sie kommt extra aus den USA und ist seit 10 Jahren in der Szene. Außerdem ist sie Bassistin einer Band, die hier spielt. Draußen wird bereits gefeiert, obwohl die Halle noch dicht ist. Die meisten haben einen ganz normalen Beruf, da können sie nicht so auftreten. Doch hier können sie sein, wie sie sich wirklich fühlen, als Psychobillies. Also in erster Linie muss man mal völlig einen in der Klatsche haben. Das ist schon mal die Grundausstattung. Dann sollte man viel trinken. Und schon ist man Psychobilly. Und die Musik hören natürlich. Carsten Salz ist der Herrscher über die Musik und das Personal, denn er ist der Veranstalter. Am Anfang ist es ein bisschen stressiger, bis alles aufgebaut ist. Aber wenn die Kasse erstmal steht und die ganzen Bands da sind, alle Soundcheck gemacht haben, dann ist es eigentlich kein Problem mehr. Die Musik hört Carsten Salz, seit er 17 ist. Inzwischen ist er Mitte 30 und hat schon viele Psychobilly-Konzerte veranstaltet. Und während die einen im Vorraum noch nach den passenden Klamotten suchen, sind andere nebenan in der Halle damit beschäftigt, sich in die richtige Stimmung zu bringen. Die Psychobilly-Musik ist in den 80ern in England entstanden. Gemischt wird Rockabilly mit Punk. Sieht gut aus. Und zwar nicht nur drinnen. Doch mit fortschreitendem Abend wird Carsten Salz immer hektischer. Kein Wunder, er ist schließlich dafür verantwortlich, dass alles glatt läuft. Von den inzwischen 700 Gästen sind viele ziemlich betrunken. Und wie ist es? Total toll! Nur der Preis, viel zu teuer. Viel zu teuer? Doch richtige Psychos lassen sich von 33 Euro pro Abend nicht abschrecken. Und was sagt das Sicherheitspersonal zum Typ Psychobilly? Das Publikum ist ganz klar, es sieht so aggressiv aus, ist aber nicht so aggressiv, wie man das immer vermutet. Und ganz klar, so typische Techno-Veranstaltungen sind durchaus aggressiver und heikler zu sehen. Bleib vor der Tür, hol Lucky und sag ihm, dass er dir das Tor aufschließt. Und Stress? Ja. Den ganzen Abend flitzt er pausenlos zwischen Kasse und Bühne hin und her. Das ist Arbeit. Das hat nichts mit Spaß zu tun. Das muss man leider so sagen. Das ist Arbeit. Dafür haben die anderen umso mehr Spaß. Gefeiert wird bis in die frühen Morgenstunden. Dazu gehört auch ihre typische Art zu tanzen, das Reckon. Und wenn sie nicht lädiert in einer Ecke liegen, dann geht's am nächsten Abend weiter. Volle Pulle.